Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Pacific Drive. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben zwischen der letzten und dieser Folge haben wir ein bisschen noch unser Auto auf Fitness getrimmt. Dem Auto geht es jetzt wieder richtig gut. Der ist nachgetankt, der ist komplett, also ist wirklich so wunderbar. Dieses Auto richtig schön poliert und alles. Das Einzige, was wir leider noch nicht machen können, ist Scheinwerfer einbauen. Den können wir uns herstellen. Mittlerweile können wir uns den herstellen, hier hinten. Primitiver Scheinwerfer. Dafür fehlt uns leider einmal Klebeband, welches wir aktuell leider nicht haben. Wir haben jetzt auch noch eine zusätzliche Quest bekommen, und zwar Fahrzeugfähigkeiten. Fähigkeiten zuweisen. Nutze den Bildschirm auf der linken Seite des Armaturenbretts, um Fahrzeugfähigkeiten zuzuweisen. Das hatten wir uns in einer letzten Folge auch schon mal angeguckt. Ändern Handbremse. Eine neue Fähigkeit auswählen. Handbremse. Mit einem schnellen Hebelzug kannst du die Hinterräder des Autos blockieren und so einen Teil deines Momentums in einen Schleudergang verwandeln. Vielleicht beeindruckst du damit sogar die Anomalien, die dich beobachten. Okay, wir haben ja sonst nichts, ne? Steuerung scheint es zu sein. Okay. Okay, cool. Jetzt sollen wir die Stadt finden. Die Stadt könnten wir eventuell, hier kann man sich übrigens heilen, ne, komplett kostenlos, kostenfrei. Die Stadt könnte... Was bedeutet das Gelbe? Bedeutet das, hier ist doch noch was kaputt? Eigentlich dürfte hier nichts mehr kaputt sein. Was sind das für gelbe Symbole? Reparieren rissig. Abdichtkit. Ui, warte mal. So richtig fit ist das Auto doch noch nicht. Warte mal, Abdichtkit, haben wir das? Abdichtkit, da fehlt uns auch Klebeband für. Ah, dieses Klebeband, ey. Königreich für ein Klebeband, naja. Werden wir schon irgendwo finden. Ready to make this remnant verification a one and done thing? I'm sending you to visit Colossal Cappy. If that old anomaly doesn't induce electromagnetic resonance in your car, then we're free from Tobias's fever dreams and we can get you out of here. With that antenna fixed, you can now detect stabilized road junctions in the outer zone. You've got a stable route heading straight to Cappy's front door, but the energy readings are off the roof. I advise you not to take the zone lightly. You better gear up or you may not survive the trip. Which would make my life easier, so. Your call. Ich weiß nicht. Ich glaube, Oppi mag uns auch so ein bisschen. Ich denke, Oppi mag uns auch so ein bisschen, oder? So, wir haben ja unterschiedlichste Ziele. Da waren wir schon. Ich würde, glaube ich, tatsächlich... Haben wir überall die 1. Knotenpunktverhältnisse. Friedenstaube? Was auch immer das bedeutet. Ich würde vorschlagen, wir fahren aber erstmal hier unten irgendwo hin. 3 Stunden, alles 3 Stunden. Scheint interessante Wege zu sein. Na, dann würde ich vorschlagen, hier sieht man auch die Pfeile, wie es aussieht, in welche Richtung es da dann noch geht. Na, also, dass hier durchaus auch noch weitere Dinge hinzukommen. Dann würde ich sagen, wir flitzen einmal hier nach Westen. Nehmen wir uns das einmal vor. Ist natürlich momentan nicht unser Ziel. Unser Ziel liegt momentan hier oben. Aber ich möchte erstmal ein bisschen ein paar kleine weitere Vorräte sammeln, damit wir unser Auto wieder komplett fit machen können. Ich hoffe mal, dass es auf dem Weg dorthin oder dort nicht komplett zerstört wird. Und damit wir dann richtig gut ausgestattet in Richtung... Ich muss das Auto noch immer starten, um loszufahren. Wer hätte es gedacht? Oh! Wir haben eine Hupe! Wie geil! So, wie sieht es denn aus mit der Handbremse eigentlich? Okay, naja. Naja. So, schauen wir mal, ob wir uns hier schön ein bisschen was ausstatten können. Mal gucken, was wir so finden. So,
So, hier möchte ich ganz gerne hin. Wir sind unterwegs. Die Assistenz schreibt gerade, was für eine Abgef-Karre. Und damit meint die Assistenz natürlich, was für eine abgefahrene Karre, weil wir gerade losgefahren sind. KNPG 8 Nebenstraßen, abgelegen, Feuchtwald, äußerer Ring. So, dann schauen wir mal. Dann machen wir erstmal das Licht an hier. Gab es auch eine Taste für, ne? Was war denn die Taste? Y wie Licht. Das Licht. Wir machen das Licht an. Entspann dich, Welt, entspann dich. Ich bin hier nur auf Durchreise, ich tue euch nichts. Wenigstens ist es schön dunkel hier, ne? Gibt's hier was zum... Ich glaube, hier gibt's was zum Mitnehmen. Bleibst du? You'll have to feed anchors to the Arc device until it's satisfied, and she'll tell you how many she needs at any given time. So eine Kopplampe wäre wirklich mal gut, ne? Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir haben sämtliche Sachen zu Hause gelassen. Sämtliche Materialien. Hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt genug finden, um uns im Notfall noch ein bisschen was Neues bauen zu können. Oh, das sieht schon mal sehr gut aus. Sieht schon mal sehr gut aus. Aber dunkel ist es trotzdem, ne? Vielleicht sollte ich das Licht auch nicht anlassen. Die Batterie wird sich... Ey, es sieht aber so cool aus, Mann. Mann! Was das da vorne ist, weiß ich nicht. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich das wissen will. Sieht echt gut aus. Als würde man in Urlaub fahren, ja. Als würde man in Urlaub fahren hier. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Sprit in der Theorie. Wie sieht es bei uns aus? Wir können nochmal eben was abspielen hier. Oh, wieso habe ich denn den jetzt plötzlich? An der Maus. Huh? Logbuch. Hier. Ausrangiert. Uns ähnlich. The Remnants are like us in a way. Those of us who chose to stay behind, we are as discarded and forgotten as they are. And by chose to stay, you mean actively defying government orders to evacuate? Then yes. You remember how we went without electricity for 4 months to dodge the clearing crews? There's, like, what? Only 100 of us left? If even that. Frankly, I'm surprised so many of us were unable to move on for one reason or another. Oh, speak for yourself. I'm here for the hunt. Hey, even better now, there's no one to get in our way. Ich finde es auch schön, dass man die sich abspielen lassen kann. Ne? Also viel kann man natürlich auch durchlesen, aber ich finde es sehr schön, dass sie uns hier auch die Möglichkeit gegeben haben, dass wir... Moment mal. War diese Figur schon die ganze Zeit da? Dass wir eben nebenbei noch so ein paar Dinge hören können hier, ne? So ein bisschen Unterhaltung. Oh, was habe ich denn da gesehen? Wir sollten uns hier hinten mal ein Licht einbauen irgendwie. Da ist ein Licht, aber irgendwie können wir es nicht nutzen. Primitiver Scheinwerfer, jetzt fehlt uns Kupferdraht. Toll. Naja, komm, wir fahren erstmal ein Stückchen weiter. Bin gespannt, was das da vorne ist. Ich weiß auch immer nicht, eigentlich möchte ich immer wissen, was passiert, wenn ich da jetzt zum Beispiel durchfahre. Auf der anderen Seite möchte ich aber... Aus Leder wird rot. Orange. Die haben meine Auto... Oh mein Gott, die haben mein Auto übernommen. Who you gonna call? Das ist ja witzig.
Okay, also wenn wir da durchfahren, dann kann ich plötzlich mein Auto nicht mehr wirklich kontrollieren. Äußerst interessant. Was ist das da? Da müssen wir also vorsichtig sein. Ich steige nochmal kurz aus. Wir sind ja hier, um uns zuzugucken und um uns umzugucken und ein paar Materialien nach Möglichkeit zu finden. Hier sehe ich was leuchten. Schon wieder fast voll. Oh. Schön Klebeband. Jede Menge Klebeband. Ich mache mal jetzt gerade wieder, ich nutze mal wieder nicht die Fackeln, weil die brauchen wir unter anderem auch für den Scheinwerfer. Also ärgert euch bitte nicht zu sehr, dass es aktuell ziemlich dunkel ist hier. Ich sehe auch so gut wie nichts. Aber wir brauchen eben die ganzen Bauteile. Ey, aber Mann, das sieht auch einfach so gut aus. Das ist irre. Das ist wirklich, also ich bin immer wieder, Computerspiele sind toll. Leute, Computerspiele sind einfach toll. Vor allem, weil sie so realistisch sind, dass man das Auto anmachen muss und einen Gang einlegen. Wir sind hier. Wir sind da. Wenn wir jetzt hier mal weiterfahren, dann haben wir da vorne einen grünen Punkt. Scheint ganz interessant zu sein. Es ist, man weiß es nicht, was es ist. Eine Kassette oder sowas. Und hier vorne haben wir wieder Energie, um das Portal zu öffnen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal da runter und gucken mal. Oh, warte mal. Da scrollt ja was. Ach, hier, guck mal. Nicht erkannt. Okay. Na gut. Dann fahren wir doch mal. Ich fahre das Ganze hier mal. Autos. Das ist immer so die Frage, ob wir die alle auseinandernehmen wollen oder ob wir ein paar Autos auch einfach links liegen lassen. Ich denke, wir können eigentlich nicht genug Ersatzteile haben. Mit denen kenne ich mich mittlerweile aus. Das lassen wir mal schön. Ey, wie gruselig das auch ist, ne? Den Crash-Test-Dummies da. Das hat echt was Gruseliges. Guck mal gerade. Stellt euch mal vor, ihr fahrt so nachts durch die Gegend und plötzlich stehen da überall Crash-Test-Dummies rum. Wer hat denn den stabilen Anker hier hingeworfen? Hä? Wo kam der denn jetzt her? Hallo? Gerne mehr. Gerne mehr davon. So, hier Kofferraum. Sollten wir uns fast immer öffnen, weil hier gibt's ordentlich Stuff. Wow. Ey! Warte mal, der ist näher gekommen, oder? Scheiße, die kommen wirklich näher. Oh. Vor allem, die explodieren ja, wenn wir die berühren. Ja, da ist es passiert. Die sind alle hochgegangen. Die explodieren ja, wenn wir die berühren. Und wenn die näher kommen, dann ist das ja überhaupt nicht geil.
Kein Problem. Ist überhaupt gar kein Problem. Immer wieder hingucken. Ich glaube, es gilt aber nur für eine gewisse Distanz. Habe ich den Eindruck. So hoffe ich zumindest. Können wir vielleicht mittlerweile schon wieder ein Verschrotter? Yes. Da hätte ich ganz gerne immer noch einen im Inventar. Damit wir uns den jederzeit... Damit wir nichts verbrauchen oder so. Scheinwerfer können wir doch mal nicht, oder? Doch, können wir. Nice. Einmal den Scheinwerfer herstellen und den können wir uns doch jetzt bestimmt hier mal on the road. Yes. Guck mal hier. Sensationell. Geil. Das Relikt-Experiment erreiche Sierra. Ja gut, das ist unsere Aufgabe. Aber wir gucken uns jetzt gerade erstmal hier um. Also irgendwie, ich muss aber sagen, das Auto ist jetzt irgendwie schon fast sowas wie meine Heimat geworden. Okay, hier fahren wir jetzt einfach mal durch. Ich versuche nach Möglichkeit, das Auto weiter einigermaßen zu kontrollieren. Okay, kein Problem. Oh, so viel dazu. Okay, kein Problem. Kein Problem. Hier haben wir wieder so einen Turm, da sollten wir nicht zu nah ranfahren, sonst ist unser Auto nämlich auch hin. Oder zwei. Dein Ernst? Du weißt doch immer, wo ich... Schon wieder. Der hat es wirklich direkt auf mich abgesehen. So, alles mitnehmen. Zack, 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 zack. Können wir nochmal, also ich weiß, ich bin echt ein Typ, der sich wiederholt. Ne? Aber können wir bitte uns das mal gerade angucken hier? Wie geil sieht bitte dieses Licht in Kombination mit dem Nebel aus? Ey, das sieht so gut aus, ey. Wow. So, hier machen wir uns mal eben kurz eine Fackel an. Den Scheinwerfer haben wir mittlerweile. Ah, ja. Das Ding hier ist aber kaputt, ne? Das ist so die Frage, also... Oh, das war doof. Das ist so die Frage. Also wir können... Es hieß ja, schiere Gewalt hilft nicht. Ne, wenn ich jetzt hier so mit dem Hammer hier gegen dengel, bringt gar nichts. Gleiches gilt... Sag mal, dass ich immer wieder einen Rechtsklick mache. Gleiches gilt höchstwahrscheinlich auch für die Tür. Ja, das bringt halt nichts. Das Ding werden wir höchstwahrscheinlich reparieren müssen. Danach brauchen wir höchstwahrscheinlich den Code. Warte mal. Mechaniker-Kit. Reparatur-Kit. Ich würde halt eher, wenn dann auf ein Reparatur... Naja, vielleicht passt es auch beides nicht. Und die ganze... Zeit diese Geräusche. Es hat sich gerade angehört, als würde irgendwo etwas rennen. Habt ihr das auch gehört? Jetzt habe ich den schon wieder weggeworfen. Oder? Nee. Doch nicht. Oder doch? Ich bin mir unsicher. Was wollte ich gerade? Ich wollte ganz gerne einmal hier
den ganzen Kram rüber und dann würde ich ganz gerne das Ding einmal mitnehmen und einmal ganz kurz testen, ob wir eventuell hier wir haben das in der Hand, können damit allerdings nichts anfangen. Ich hätte so gedacht, also es wäre jetzt irgendwie ein bisschen komisch, wenn wir mit dem gleichen Reparaturkit, mit dem wir unser Auto reparieren, auch so ein Panel reparieren können, aber Versuch war es wert. Müssen wir weiter versuchen, wenn wir dann demnächst hoffentlich andere Werkzeuge haben. Moment mal, sind wir schon... Ach, wir sind schon an der Kreuzung angekommen. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Ich sollte mir angewöhnen, immer so zu parken, dass die Scheinwerfer nach Möglichkeit auf den Zielort scheinen. Haben wir irgendwo einen Batteriestand? Da, da ist das kleine Batteriesymbol. Da ist es. Das sieht gar nicht mal so gut aus, oder? Oh, das sieht ja echt nicht gut aus. So viel zum Licht, ey. Erstmal ein paar hundert Kilometer fahren, damit die Lichtmaschine mal ein bisschen arbeiten kann. Mysteriöse Audioaufnahme. Abspielen. Das hier ist, glaube ich, noch das, was wir von vorhin hatten, ne? Ich glaube... Hey, Driver, not to be a downer or nothing, but, hören wir uns das erstmal an. I'm wondering what we do if you can't find a way out of the zone. They got themselves over the wall. They'll find a way to survive here, like the rest of us. Or not. Won't be my problem at that point. I'd hardly call what we're doing here surviving. Ugh, look, hey, both of you always going on and on about putting up with this, ensuring that. There's more to life than that, you know? You, for example, Oppie, you're brilliant. You controlled fundamental forces of nature with your fingertips. Both of you did. Slow down there, kid. We were scientists, not superheroes. I mean, look, hey, to someone who was all thumbs when it came to science, they're one and the same. I just don't understand why you're wasting away here, burrowed away in the zone. Both of you, you're sitting on so much lost potential. Potential is a carrot on a stick for the young. An illusion to keep you forging on when you should have given up long ago. Nothing had more potential than limb technology. And look what it did to the Olympic Peninsula. What I did. Look around. We're stuck here. For good. All we can do is survive. Everything else is moot. I forgot what a charmer you are, Oppie. An absolute living ray of sunshine and optimism. Vollkommen richtig. Ein Sonnenschein. So, das hier ist neu. Frequency File, Folge 1. Frequency File Folge 1, Teil 1. I have the distinct honor to introduce to you the American people, a new scientific frontier. With a raw power like limb technology in the good hands of true patriots like Dr. Ophelia Turner, the potential is limitless. On this day, we welcome. Hatte kurz gedacht, dass die Musik jetzt bedeutet, dass irgendwas kommt, aber es kommt scheinbar nichts. Sagt mal, wie... Here is 1955. Oh. Dr. Ophelia Turner is standing next to President Koch, the top of her head barely clearing his shoulder. She stands, stiff-backed. Her hazel eyes affixed on the glass and steel chamber in front of her.
She does not appear to breathe until a ball of light appears out of thin air. The sight is tremendous. A lightning bolt frozen mid-strike, and the reaction immediate. The gathering audience roars with excitement and spontaneous applause. On Dr. Turner, only a tightening of her lips indicates that she hears the audience at all. Dr. Turner and President Koch pose for a picture, and she does not smile even then. That picture is the image splashed across newspapers and science journals for the next decade. The mother of limb technology, they called her. The angel of a new age. The newspapers at that time laid the titles on thick while peddling the impending utopia. Then she recedes into the bowels of a government research facility. She's never seen again in public. There are scant appearances here and there in blink-and-miss promotional videos and blatant propaganda fodder. And then she and the promise of limb technology disappear. Ich konnte jetzt nicht so richtig zuhören, weil ich war ein wenig abgelenkt, ehrlich gesagt. Da kommt etwas näher, von dem ich dachte, dass es erst näher kommt, wenn wir die... Was haben wir denn hier? Es ist ein Wirbel, es ist ein Sturm. Ich glaube, wir müssen mal beobachten, wo der langzieht, ne? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Der wird nicht größer, sondern der zieht über die Map. Ach du Scheiße. Ich hatte gedacht, der würde... Ah, seismisches Gewitter. Wow, 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 Freunde. Oh nee, oh nee. Oh. Oh. Bin mir nicht so sicher. Kommt der hinter uns her so grob oder? Da vorne geht es auf jeden Fall nicht weiter. Hier vorne ist Ende. Da bleibt uns dann wohl nichts anderes übrig, als darauf zu hoffen. Ja, der kommt genau hier auf uns. Das ist doch ein intelligenter Sturm. Der weiß, wo wir sind. Der kommt eindeutig näher. Okay. Dann würde ich sagen, um die Zeit möglichst kurz zu halten. Nichts passiert. Oh Scheiße, jetzt ist was passiert. Wir sind mittendrin im Sturm. Ach so, das passiert dann im Sturm. Alter Vater. Alter Vater. Oh. Bleib einfach hier drauf stehen. Ich bleib einfach drauf stehen. Oder lass mich ganz langsam hinten runterrollen. Gar kein Problem. Ich kann mein Auto wieder nicht mehr kontrollieren. Voll geil. Das ist voll gut. Jetzt ist das Radio auch noch an. Ganz toll. Okay, wir sind durch. Heieieiei. Ey, ich finde das so gut. Ich finde das so super. Ich bin sehr begeistert. Ich bin wirklich sehr begeistert.
Und dazu natürlich noch ein bisschen gute Musik. Herrlich. Ich bin begeistert. Ich kann nichts sehen, es ist so dunkel. Ich hoffe mal, dass ich hier einigermaßen... Ach du Scheiße, was war das? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Es klingt nicht freundlich. Zurück zum Auto. Wenigstens haben wir jetzt Licht. Ach ja, ja, na klar. Genau der richtige Zeitpunkt. Oh, Scheiße. Mach die Tür zu. Geh ins Auto rein. Nee, jetzt kommt der auch noch. Hilfst du uns jetzt? Mach das Auto an. Mach das Auto an. Was ist das Rote da jetzt? Das Rote ist Portal, ist zu nah. Portal zu nah, okay. Moment. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun? Was ist denn nun schon wieder? Okay, die Jungs scheinen... Oh. Die Jungs scheinen uns aber nur... Oh, nee, doch, der... Oh, der will mich immer abschleppen. Ich wollte gerade sagen, der scheint mich nur abschleppen zu wollen, wenn ich nicht drin sitze. Alter Vater, wir werden jetzt hier aber rangenommen, ne? Mein lieber Scholli, ey. Hier passieren ja ständig neue Sachen. Ich find's so super. Ich hätte gedacht, wir waren hier schon. Mach mal das Radio aus hier, bitte. Kostet alles Energie. Oh. Ja, vielleicht sollten wir mal was essen, wa? Warte mal kurz den Blitz ab. Da blitzt er. So, das Ding ist auch hin. Sammeln wir alles ein. Das ist jetzt relativ... Lass mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Licht wäre schön, ich weiß. Fernseher. Aber wir haben nun mal eine Ressourcenknappheit aktuell. Das wir momentan leider wohl noch sehr dunkel klarkommen müssen. Glücklicherweise sieht man ja ein bisschen was leuchten. Ja, wir haben nur eine Fackel, ne? Was bist du? Umwandler? Umwandler, Zahnrad, Gasflasche. Ach, guck mal. Aus einem Zahnrad können wir eine Gasflasche machen. Ha. Huh. Sehr interessant. Wird's eigentlich auch irgendwann nochmal hell hier? Wie lang ist diese Nacht? Gibt's doch nicht. Zahnrad. Ich weiß nicht, ob wir eine Gasflasche brauchen, ehrlich gesagt. Aber ich sag mal so, Zahnräder bekommen wir ja jede Menge, ne?
Dann würde ich einfach mal vorschlagen, wir bauen uns nun aus den Zahnrädern mal ein paar Gasflaschen. Ist das duster hier? Zu. Achso. Das sind noch immer Zahnräder. Entschuldigung? Zahnrad? Gasflasche. Ich hätte gerne eine Hallo, ich hätte gerne eine Gasflasche. Ich fürchte, dieses Gerät ist kaputt. Es funktioniert nicht, wie es sollte. Habe ich den Eindruck. So, warte mal, ich nutze jetzt mal diese Fackel hier. Langsam reicht's. Rohrpostanlage. Also irgendwie wurmt mich das ein bisschen hier. Die Kiste habe ich auch übersehen. Ist halt immer das Gleiche. Wenn ich hier oben drauf drücke, wenn ich hier unten drauf drücke, komme ich immer einfach in dieses Inventar. Ich kann ja auch nichts umschalten oder sonst was. Müssen wir da irgendwie, scannen. Vielleicht einfach mal scannen. Umwandler. Privates Feldtagebuch Dr. A.F. Kingi. Datum unbekannt. Anbei finden Sie einen Installationsplan für diese neueren, kompakten LIM-Umwandler zusammen mit meiner Kündigung, in der ich darum bitte, unverzüglich von meinem Posten bei der ARDA entbunden zu werden. Es ist eine der Lieblingsbeschäftigungen meiner Kollegen, sich über die heutige Jugend zu beschweren, aber ich empfinde eine gewisse Sentimentalität. Vielleicht wird es der nächsten Generation gelingen, die von uns begangenen Fehler zu berichtigen. Ihr naiver Optimismus erinnert mich an die frühen Tage, als wir das Potenzial der LIM-Technologie für grenzenlos hielten. Diese Maschine ist ein Schritt auf dem Weg zu dieser ursprünglichen Vision, in der LIM-Technologie die Lücke schließt. In der LIM-Technologie die Lücke schließt zwischen dem, was uns gegeben ist und dem, was wir uns in unseren kühnsten Träumen ausmalen. Empfohlenes Werkzeug, Hände. Nun. Nun. Hier passiert Ausrüsten, Neuzuhören, Material verschieben. Zuweisungen starten, Zahnrad schließen. Also ich glaube, das Ding ist kaputt. Ist ja irgendwie noch... Fehlt da Energie? Ist ja nicht ganz aufgeladen, ne? Vielleicht fehlt die Energie. Für mich sieht es so aus, als wäre das Ding nicht ganz aufgeladen hier. Jetzt müssen da noch ein paar Lichter drumherum sein. Und wenn wir ein Zahnrad reinschmeißen? Wie... Zuweisungen schließen, verschieben, ausrüsten, neu ordnen. Wie kriege ich denn eigentlich jetzt... Kann ich irgendwie... Nee, kann ich auch nicht. Ach, wisst ihr was? Das finden wir irgendwann anders heraus. Ist mir jetzt auch egal. Wir brauchen ja keine Gasflaschen oder irgendwas. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen... Au!
geht. Man kann sich wirklich die Heckklappe an den Kopf donnern, ey. Scheiße, Mann. Was ist das denn jetzt wieder? Was ist das denn jetzt wieder? Sturmwarnung? Ich sehe halt auch nirgends eine Garage für unser Auto, wa? Oder irgendwann. Scheibenwischer mal ausmachen. Besser ist es. Hier stehen schon wieder ein paar Leute rum. Also man könnte sich jetzt die Frage stellen, wie man am besten so einen Sturm überlebt. Wahrscheinlich nicht, indem man das Auto im Wald parkt. Oha, vorne ist ja ganz schön hin jetzt, ne? Durch die zwei Bäume. So. Alter. Das ist total abgefahren. Es ist total abgefahren. Das flasht mich alles ein bisschen, muss ich sagen. So, da ist der Sturm. Moment mal. Jetzt sag mir nicht, dass es jetzt hier gleich rumst. Nee. Okay. Ich hatte jetzt kurz gedacht, dass sich das einfach alles zusammenzieht und dann, wenn es alles beisammen ist, dann knallt's. Aber nein. Hä? Hör mal, wovor hatte ich denn jetzt Angst? Ist ja gar nichts los. Oh. Strahlung. Strahlung? Strahlung. Okay, ist reine... Achso, das ist ein reiner... Okay, wir können jetzt nicht mehr wirklich draußen unterwegs sein aktuell. Spannend. Äußerst spannend. Hier haben wir jetzt ein weiteres Symbol. Das ist das, was gerade da runtergekommen ist, ne? Was wird dazu auch was gesagt? Nicht erkannt. Okay, das sollten wir uns vielleicht mal angucken, da hinter uns. Wie viel Sprit haben wir noch? Sprit ist auf jeden Fall noch gut. Batterie mache ich mir ein bisschen Sorgen.
Ups, ich glaube, ich bin da gerade wogegen gefahren. Wir können halt aktuell nicht wirklich raus, ne? Hier ist ja gerade was runtergekommen. Ein Satellit oder irgendwas? Keine Ahnung. Ich frage mich auch, ob der Sturm irgendwann mal wieder aufhört. Weil der macht jetzt nicht so viel Schaden, glücklicherweise. Zumindest nicht kurzfristig. Bei Strahlung ist langfristig immer so ein leichtes Problemchen. Fahrzeugschutz beeinträchtigt? Was? Oh, Scheiße. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Was kann ich jetzt dagegen machen? Oh. Moment. Halt, stopp. Die Strahlung ist nur da hinten? Da waren schon wieder... Ah ne, ist ein Vögel. Okay. Die Strahlung kommt von dem Satelliten. Ich habe gedacht, das wäre der Sturm. Denn ich sehe den Sturm hier noch immer komplett über uns. Aber da muss es doch irgendwas geben. Ich liebe das. Ich finde es so gut. Ich find es so gut. Die Atmosphäre ist der Hammer, ey. Ich flippe aus. Entschuldigung, was war das? Wir sterben gerade. Dummerweise, wir können halt kein Portal öffnen, ne? Wir können kein Portal öffnen. Jetzt ist die Strahlung wieder komplett oben. Weil das Portal angeblich zu nah ist. Portal zu nah. Prozent Leben. Prozent. Die Portale sind alle zu nah. Kann ich mich im Auto heilen? Natürlich nicht. Okay, das...
Okay. Ich. Ich sehe auf der Karte keine Möglichkeit. Irgendwo. Doch, da ist das Portal. Jetzt kann ich das Portal tatsächlich öffnen. Scheiß die Wand an, ey. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Fuck. Keine Chance. Ich habe nichts mehr zum Heilen dabei. Nee, es ist so nah. Es ist so nah. Es ist so nah. Ha. The car was last pinged at. Huh? You're back at the garage. How could that be? Oh, the car got you back somehow. Very, very interesting. I'll have to observe this further. Okay, also das Auto, das rettet uns aber. Are you making use of my fabrication station to fix up that junker? You should while I'm still in the mood to allow it. And there's the test track behind the garage. If you need to take anything for a spin. Es mag sein, dass an unserem Auto ein bisschen was fehlt. Oh, das war aber gar nicht so. Ah, das war. Ach, verdammt, ich hätte es ein bisschen früher sehen müssen, dass das Portal doch jetzt anwählbar war. Okay, also das war mir auch noch nicht so richtig bewusst, dass das wirklich dann so schnell kommt und dass man dann. Okay, wir haben also immer nur eine bestimmte Zeit, um uns durchs Portal zu begeben. Wir müssen schnell genug. Auf jeden Fall. Immer aus den Gegenden wieder raus. Aber ich hätte gerne noch herausgefunden, was mit dem Satelliten da los ist. Na gut, haben wir das auch mal erlebt? Diese Fehler werden wir jetzt auf jeden Fall in den nächsten Folgen nicht mehr machen. Nie wieder. Hier bei mir passieren ja sowieso niemals Fehler. Leute, ich bedanke mich für eure Zeit, eure Likes, eure Kommentare. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Wir sehen uns in der nächsten Folge Pacific Drive. Es macht tierisch Spaß.